Ja, herzlich willkommen auch diesmal wieder in unserer Weihnachtsbäckerei. Ich bin neben der Frau Glanzer und wir backen mal wieder Plätzchen. Welche gibt es denn heute? Es gibt heute Walnuss-Marzipan-Plätzchen. Mhm. Okay. Und das sind, das Rezept sage ich auch gleich. Es ist jetzt 150 Gramm Mehl, 50 Gramm Walnuss, 60 Gramm Puderzucker, ein kleines Ei, 100 Gramm Butter und zum Schluss Walnüsse, aber da kommt obendrauf noch ein Schokoguss und dann erst Walnüsse. Ah, okay. Gut. Muss man den dann kneten, oder, den Teig? Den Teig, den tut man kneten oder mit der Küchenmaschine. Mhm. Ich habe mit der Küchenmaschine gemacht und jetzt muss ich ihn ausrollen. Mhm. Muss der davor auch noch mal kalt gestellt werden? Nein. Nein, der muss nicht, weil der darf nicht so kalt sein, sonst bröselt er. Sonst mag er nicht mehr. Den Marzipan habe ich zu Hause schon ausgestochen, damit es nicht so viel Zeit beansprucht. Wie, haben Sie das im Block gekauft und dann ausgewählt? Oder? Nein, ich habe ein Stück gekauft und geknetet mit Puderzucker und dann ausgerollt und habe die gemacht. Gell? Haben Sie Hilfe von Ihren Kindern oder Enkeln? Die Enkeltochter hilft manchmal, je nachdem, wie es Laune hat, aber voriges Jahr hat es schon geholfen, ja. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Bei den Plätzchen kommt dann, wenn es gebacken ist, Marmelade drauf. Und dann eben die Marzipan, dann wieder ein bisschen Marmelade und dann wieder ein Plätzchen und dann Schoko, in Schoko getaucht und dann eine Mandel. Gut, dann haben wir das jetzt neu. Der Ofen ist schon vorgeheizt? Ja, der vorgeheizt sein. Wie schaut es aus? Ja, es ist schon fertig. Eine Johannisbeere, muss ein bisschen säuerlich. Aha, sonst wird es süß, gell? Und manche machen es dann ohne Marzipan. Ich hab welche gemacht zu Hause mit Nougat. Ah, okay. Da kommt dann keine Marmelade rein, sondern nur Nougat und dann noch mehr Plätzchen und dann in Schokolade getaucht und eine Walnuss. Also da mache ich immer zweierlei. Das ist jetzt eine ganz normale dunkle Schokolade. Das ist eine dunkle und zwar von Oetker, die andere, die von Ruf, die mag ich nicht. Jeder hat ja seine Lieblingssachen. Und jetzt machen wir das auch so. Ah, so halb. Halb und dann kommt eine Nuss drauf. Okay. Wenn es groß ist, tut man es ein bisschen kleiner machen. Probiere ich das auch mal. Brauchen wir nicht Schokolade? Honig, Nüsse und Zuckerde und ein bisschen Zimt. Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren. Zwischendurch einmal probieren. Und dann kommt. Geht's Ihnen auch so, dass die Hälfte dann schon weg ist, bevor man fertig ist mit dem Backen? Ja. Das kann man dann immer gar nicht abwarten. Also ich nicht, aber mein Mann geht vorbei und er muss probieren, ob es schmeckt, obwohl er sie kennt. Dann sind wir fertig, dann oder? Dann haben wir es, ja. Dann zwar nicht früh, aber zum Fotografieren gegangen. Genau. Ja, dann wünschen wir Ihnen alle frohe Weihnachten. Danke, ich alles Ihnen Gute auch. Und vielen Dank für das Rezept. Und viele Geschenke. Genau. Okay.